Hallo und herzlich willkommen zu einem Video hier im Brettspielparadies. Ich bin der Markus und habe heute kein Spiel für euch. Nein, heute geht es um was anderes, nämlich um Zubehör für eure Spiele aus unserem 3D-Druckbereich. Wir haben uns heute Sachen für Gloomhaven, die Pranken des Löwen rausgesucht und ich habe euch drei Sachen mitgebracht, die man dafür sehr gut verwenden kann. Das eine ist ein komplettes Spiele-Dashboard, das ist sehr groß in dem Fall. Es ist witzigerweise größer als das Dashboard vom normalen Gloomhaven, was wir im Angebot haben, aber es eignet sich auch nur für die Pranken des Löwen und zwar wegen der Ausrichtung der Charakterkarte hier. Man kann das auch drehen, wenn man will, dann ist aber sieht man das alles nicht mehr so gut. Darauf gehe ich gleich ein. Dann haben wir noch eine Charakterbox. Die ist jetzt halb leer, denn der Charakter ist ja gerade hier im Dashboard verbaut. Und da zeige ich euch aber auch gleich, wie ihr die dann füllt und wie ihr damit euren Charakter am besten zwischen den Partien aufheben könnt. Und dann haben wir noch hier eine Box, wo die Standys drin sind für die Monster, wo ihr die sehr gut aufheben könnt, denn da habe ich keine gescheite Möglichkeit gefunden, die in der Schachtel irgendwie ordentlich aufzuheben. Ich stelle euch das alles kurz vor. Natürlich gibt es bei uns zu kaufen, genauso wie Gloomhaven, die Pranken des Löwen. Alle Links dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung und wir schauen uns die Sachen jetzt einfach mal im Detail an. Wir beginnen mit dem Herzstück, nämlich dem Dashboard. Das ist das, was auch am meisten zum Einsatz kommt, denn ihr werdet ja mehr spielen, als euren Charakter irgendwie toll in der Hand zu halten. Ich habe hier ein paar Karten auf dem Dashboard schon mal drauf, von dem Charakter, von der Lehrhüterin. Und zwar habe ich manche Karten gesleeved und manche nicht gesleeved, damit ihr seht, dass es auch sowohl mit gesleeveden als auch mit ungesleeveden Karten funktioniert. Das Ganze ist modular aufgebaut. Besteht aus vier Teilen, die habe ich euch jetzt schon zusammengebaut und hier hinten ist euer Lebenspunktezähler aus dem Spiel eingebaut. Da könnt ihr dann hier die Lebenspunkte und da die Erfahrungspunkte hier links und rechts einfach drehen. Hier hinten ist Platz für Fähigkeiten, die einen bestimmten Ticker haben. Da könnt ihr auch hier unten eure Marker reinlegen, entsprechend wie ihr sie normalerweise hier auf die Karte legen würdet. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, euer Missionsziel oder des aktuellen Szenarios reinzustecken. Ich habe jetzt die Pranken des Löwen mitgespielt, aber im normalen Gloomhaven sollte das verdeckt bleiben. Also ihr müsst es nicht da reinstecken, könnt ihr machen. Ihr könnt es natürlich auch so hier hinstellen oder so, dann ist es auch verdeckt und man kann auf der anderen Seite nicht so wirklich was sehen. Auf der linken und rechten Seite hier vom Charakterblatt habt ihr Slots, um eure Karten zu deponieren. Zum einen die verlorenen und die abgeworfenen. Das ist ja hier auf der Charakterkarte angegeben und hier links und rechts habt ihr eben so Slots, wo ihr die dann ablegen könnt. Hier unten ist die Möglichkeit, eure Gegenstände abzulegen zum Beispiel und hier neben soll ein Fach, wo ihr dann eure Geldmünzen und so reinmachen könnt. Das könnt ihr auch hier, alles gut. Und hier das Modifikationsdeck auf der rechten Seite. Da könnt ihr hier eure abgelegten Karten reinlegen und wenn ihr dann ziehen müsst, zieht ihr einfach von hier, schaut sie euch an und legt sie dann wieder zurück. Jetzt ist sogar eine falsche Karte drin. Guckt mal eine an, die gehört da gar nicht rein. So wäre das dann. Und dann ist das Dashboard eigentlich schon erklärt. Hier findet das Charakterporträt statt. Und hier unten habt ihr auch nochmal eine Möglichkeit, ein paar Dinge während eures Abenteuers, zum Beispiel Loot oder so weiter, zu verstauen. Das Dashboard besteht, wie gesagt, aus vier Teilen. Wir haben einen Teil hier vorne, dann den Mittelteil hier und den rechten Teil. Und hier oben, das ist quasi der Aufsatz, den könnt ihr, wenn ihr das Charakter-Dashboard rausgenommen habt, einfach runternehmen, könnt den Zähler hier unten wieder rausnehmen und dann könnt ihr das Dashboard bequem in vier Teilen aufheben. Damit ist es nicht ganz so sperrig und lässt sich gut verstauen. Wenn euer Abenteuer dann beendet ist, dann habt ihr hier die Möglichkeit, in der Charakterbox euren Charakter zu verstauen. Die eignet sich für gesleevte Karten, denn sie hat zum einen die entsprechende Höhe und zum anderen auch die entsprechende Breite. Getestet haben wir das hier mit Shield Sleeves. Auf der linken Seite hier habe ich die Karten, die noch nicht ausgepackt werden sollen. Die sind auch natürlich noch nicht gesleeved, aber die sind in der Originalhülle, wie sie beim Spiel dabei waren. Da liegen die so drinnen. Das Charakterdeck kann ich dann zum Beispiel hier auf der rechten Seite reinlegen. Die kleinen Tokens passen auf jeder Seite rein, würde ich nur aufpassen, denn unten hat das Ding ja Löcher, also ich würde sie immer auf irgendwelche Karten drauflegen. Das Modifikationsdeck hier in eure Gegenstände zum Beispiel auch. Und dann könnt ihr das Ganze mit der Charaktertafel einfach verschließen und seid so für das nächste Abenteuer gerüstet. Wir finden, das ist deutlich besser als die originale Aufbewahrungsbox.
denn die passt zu gesleeften Karten so gar nicht. Die rutschen dann immer raus und beulen sich auch so aus. Und hier passt alles wirklich wunderbar rein. Last but not least haben wir hier die Standybox für euch. Da sind alle normalen Monster drin, beziehungsweise finden darin Platz. Warum sage ich normal? Es gibt noch 3 Bossmonster. Für die haben wir uns entschlossen, extra keine Box anzubieten oder die Box nicht zu vergrößern. Denn das würde sehr viel mehr Material kosten und auch sehr viel länger dauern, die zu produzieren. Was sich dann natürlich auf den Preis auswirken würde. Diese 3 einzelnen Standys, die passen auch noch bequem irgendwo in die Box mit rein. Das ist kein Problem. Nur hier bei der Masse ist es, finde ich, ganz schön, wenn man die zusammen lagern kann. Es gibt für jedes der Monster hier entsprechenden Platz. Der Deckel hat auch entsprechende Löcher. Wenn man den drauf macht, dann kann man die Monster auch noch sehen und man kann ihn einfach abnehmen. Und die gleichen Löcher sind auch, ich hoffe, ich kann es jetzt ordentlich umdrehen, hier unten in der Box. Das heißt, wenn ihr ein Monster rausnehmen wollt, drückt ihr es einfach von unten raus und sie fallen auch einfach wieder in die Box rein. Man muss das nicht groß fummeln, sondern man kann die einfach wieder reinlegen und somit sind sie sehr gut und sehr schnell verstaut, ohne dass den empfindlichen Pappaufstellern irgendwas passiert. Das waren die 3 Sachen, die ich euch vorstellen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben oder über ein Abo von unserem Kanal. Die 3 Produkte verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich bin der Markus und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal hier im Brettspielparadies.